Als nächstes zu Wort gemeldet hat sich der Herr Abgeordnete Kovacevic. Bitte, Herr Abgeordneter. Vielen Dank, Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Frau Ministerin, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Ich darf die Gelegenheit nutzen, gleich zu Beginn den Besuch aus meiner Heimatstadt Würgl recht herzlich willkommen zu heißen und begrüßen hier bei uns. Hallo, willkommen. Ich habe mir bei meinem Antritt hier im Hohen Haus ganz, ganz fest vorgenommen, nicht auf die Art und Weise von Redebeiträgen von Kolleginnen und oder Kollegen einzugehen, aber besonders die Vorrednerinnen und Vorredner der FPÖ machen es mir wahnsinnig schwer, wahnsinnig schwer. Ich hoffe, das war nicht zu subtil, aber speziell jetzt die letzte Rede vom Kollegen Zanger. Ich frage mich, warum Sie beim Thema Budget 5 Minuten dafür verwenden, auf die SPÖ einzuprügeln und alles schlecht zu reden und nicht ein positives Wort über Ihr Budget verlieren, von dem Sie ja so überzeugt sind, weil dafür ist es eigentlich gedacht. Gut, aber erlauben Sie mir bitte, dass wir dann doch auf die Inhalte zurückkommen. Thema Familienbudget ist ja unweigerlich auch mit dem Thema Kinderbetreuung verbunden. Da gibt es die sogenannte Vereinbarung gemäß Artikel 15a zwischen Bund und Ländern, die auch sicherstellt, dass die nötigen finanziellen Mittel für Kinderbetreuungsplätze vom Bund zur Verfügung gestellt werden. Und da haben wir von der Frau Ministerin vorhin gehört, dass diese 15a-Vereinbarungen leider noch nicht ausverhandelt sind. Und da enthält der Budgetentwurf jetzt lediglich Absichtserklärungen. Das erschwert es den Ländern und auch den Gemeinden natürlich, auch da Planungen vorzunehmen für die nächsten Jahre und die Finanzierung sicherzustellen. Also das ist halt ein bisschen schade, dass das im Budget nicht wirklich festgeschrieben ist in Zahlen. Vor allem aber bedeutet das auch für die Familien, für die Eltern und die Kinder Unsicherheit, weil mit einer reinen Absichtserklärung keine ausreichende Qualität und Verfügbarkeit von Kinderbetreuungsplätzen gewährleistet werden kann. Und dann noch 2, 3 Punkte, die im Budgetvoranschlag gar nicht oder nicht wirklich zum Vorschein kommen. Gewaltprävention, Frauen und Kinder müssen vor Gewalt geschützt werden. Gerade in dem Bereich gelingt es nicht, die Mittel zur Verfügung zu stellen. Planstellen für Schulpsychologen, ist schon klar, gehört in die UG30 Bildung, aber ist halt auch sehr wichtig für den Themenbereich Familien und Jugend und auch die Kinderarmut und in diesem Zusammenhang die Kinder- und Jugendhilfe. Diese Themen werden zwar im Regierungsprogramm erwähnt, aber im Budget findet sich dazu nicht die gewünschte Vorsorge. Das Thema Familienbonus haben wir eh schon überstrapaziert. Es ist klar, dass Sie dieses Thema immer wieder verwenden, wenn es Kritik am Budget gibt. Nur mir scheint es so, als ob dieser Familienbonus, der mittlerweile hat sich herausgestellt, eine reine Steuererleichterung ist, dass Sie dieses Thema immer als Deckmantel hernehmen. Kommt Kritik am Familienbudget, am Jugendbudget, dann sprechen wir über den Familienbonus. Der soll alles andere überdecken und auch die anderen Versäumnisse irgendwo abdenken. Und das tut mir leid, das ist mir zu wenig. Und dann bitte noch ein paar Gedanken zum Thema Jugend, wenn Sie mir gestatten. Also vor den Wahlen ist es generell so, dass Jugendliche und junge Wähler immer das Zielobjekt sind von den wahlwerbenden Parteien. Aber dann nach den Wahlen ist es relativ schnell wieder vorbei. Da hört man dann nicht mehr so viel. Und da verschwinden dann diese Themen ein bisschen. Wir haben jetzt heute das erste Mal gehört, auch ein bisschen in Bezug auf Jugendthemen. Von den Vorrednerinnen ist das erste Mal angesprochen worden, von der Kollegin Berger. Da ist es mir wichtig zu sagen, es reicht nicht nur, junge Gesichter zu präsentieren oder irgendwo junge Menschen aufzustellen, die dann altbekannte oder konservative Positionen vertreten. Ich denke, wir sollten wirklich auch mal, und das ganz ernst gemeint, die Themen anpacken, die für Jugendliche und junge Menschen wirklich wichtig sind. Wenn ich zum Beispiel höre von der Kollegin Plackholm, wie das alles toll ist, das Budget, aber auf die Bundesjugendorganisationen geht sie nicht ein, auf die fehlende Valorisierung. Ich glaube, das sind genau die Punkte, wo wir ansetzen müssen. Oder? Oder dass dann zugleich auch laut darüber nachgedacht wird, Jugendvertrauensräte abzuschaffen. Das sind genau die Themen, die der Jugend nicht dienlich sind. Also wir werden uns dafür einsetzen im Rahmen unserer parlamentarischen Tätigkeit, dass wir wirklich auch die Themen,
anpacken, die den Jugendlichen wichtig sind und nicht nur leere Worthülsen bringen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.